Atmosphere ist eine Klimaschutzorganisation. Wir entwickeln, finanzieren und betreiben Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens, die CO2-Emissionen vermeiden und dadurch das Klima entlasten. Wir machen das zum Beispiel mit effizienten Kochöfen oder mit Biogasanlagen oder auch Biomassekraftwerken, die sauberen Strom produzieren. Also eine typische Familie in Ruanda, aber auch in Lesotho, die hat ein Brennholz Verbrauch von ca. 3 Tonnen im Jahr. Und dementsprechend kann man durch diese Öfen, jetzt zum Beispiel diesen Safe 80, kann man 80% des Feuerholzes einsparen im Vergleich zu einem traditionellen Drei-Steine-Feuer. Dementsprechend hat das nicht nur positive Wirkungen auf den Klimaschutz, sondern man schützt auch aktiv den Wald. Das Bild zeigt ein Biomassekraftwerk in Tonk, was aus Senfernteresten Strom produziert und ins Netz einspeist. Und da sind zum einen Arbeitsplätze entstanden im Kraftwerk selbst. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das Projekt zusätzliche Einnahmen schafft für die Bauern im Umfeld. Die Erntereste wurden bisher einfach auf den Feldern liegen gelassen. Da wurde nichts mitgemacht. Und jetzt ist es so, dass die Bauern diese Erntereste zum Kraftwerk bringen können. Und die werden dafür bezahlt. Und die Erntereste werden dann also im Kraftwerk verbrannt. Unternehmen, besonders im Service-Sektor, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen, sollten zum Beispiel auf Ökostrom umsteigen. Sie sollten versuchen, ihren Mitarbeitern etwa durch Jobtickets Anreize zu schaffen, aufs eigene Auto zu verzichten. Am besten schaut man sich erstmal an, welche Strecken kann man vielleicht weniger fliegen, indem man mehr auf Videokonferenzen setzt. Welche Strecken sind vielleicht auch kurz genug, um sie mit dem Zug zu machen, statt zu fliegen. Ja, mich begeistert die Idee, wenn man denn zu dem Ergebnis kommt, dass man bestimmte Dinge, in diesem Fall Reisen, machen muss, dass man dann zumindest eine Kompensation schaffen kann. Wichtig ist natürlich erstmal, so wenig wie möglich zu produzieren. Und deshalb haben wir gerade in den letzten 2 Jahren massiv investiert in unsere Videotechnik. Du sparst dir, wenn du nach Frankfurt fliegst, auch 3 Stunden hin und 3 Stunden Rückreise von Haus zu Haus. Und zusätzlich tust du auch noch was Gutes, weil du CO2 vermeidest. Meine Zahl von Videokonferenzen ist deutlich gestiegen und das stelle ich auch bei vielen anderen fest. Was wir nicht vermitteln wollen, ist, dass wir alle einfach weitermachen können wie bisher und dann zahlt man 100 Euro und gut ist. Damit ist es nicht getan, weil schlicht und ergreifend die Emissionen weltweit sinken müssen. Das bedeutet eben auch, dass man an verschiedenen Stellen sein eigenes Handeln und Tun reflektieren sollte, bevor man Kompensation eben als Ausweg nutzt.